Hallo und herzlichen Glückwunsch, dass du dich zu diesem Erste-Hilfe-Set für Mamas im Homeoffice entschieden hast. Dieses Erste-Hilfe-Set ist schnelle Hilfe, wenn du dich mal wieder fühlst wie ein rollschuhfahrender Hase mit 35 Jonglierbällen. Es ist natürlich auch für Mamas geeignet, die jetzt nicht speziell im Homeoffice sind, aber viel Zeit zu Hause verbringen mit den Kindern und auch wenn sie woanders arbeiten. Dieses Erste-Hilfe-Set ist genau richtig für dich, wenn deine Zeitsituation schnelle und effektive Mittel erfordert, die dein Level der Anspannung senken. Wenn du keine Zeit hast, einen großen Online-Kurs zu machen, sondern situationsabhängig deine Meditation wählen möchtest, ohne große Vorbereitung, ohne große Einführung. Dieses Set ist für dich, wenn die Situation von zu Hause zu arbeiten und gleichzeitig die Kids zu betreuen neu ist, anspruchsvoll ist. Wenn du in dieser Situation immer wieder gestresst bist und nicht weißt, was du zuerst tun sollst. Dieses Erste-Hilfe-Set ist für dich, wenn du deinen Partner und/oder deine Kinder manchmal auf den Mond schießen möchtest. Und wenn du manchmal mittags noch in Schlafanzughose bist und dich abends fragst, was habe ich eigentlich heute den ganzen Tag getan. Das heißt, wenn sich deine Zeit gerade gefühlt nicht so anfühlt, als wäre sie genug, um Kinder zu beschäftigen, Arbeit zu erledigen, Haushalt zu führen, Zeit für den Partner zu haben und vielleicht auch noch etwas Raum für dich zu haben. Und meine Botschaft an dich, meine Botschaft aus tiefstem Herzen ist, du bist damit nicht allein. Du bist wundervoll, du bist wertvoll als Mama. Auch wenn du manchmal nicht ausgeglichen bist, wenn du manchmal nicht in deiner Mitte bist, wenn du manchmal nicht pädagogisch wertvoll agierst. Macht nichts. Du bist trotzdem wertvoll als Mama. Und in den Situationen, in denen du vielleicht den Glauben daran verlierst, wie wertvoll du bist und dass du das alles schon ganz, ganz toll machst, gibt es die einzelnen Bestandteile des Erste-Hilfe-Sets. Es gibt einen Notfallverband bei ich weiß nicht, was ich zuerst tun soll. Es gibt schnelle Hilfe bei ich will meinen Partner auf den Mond schießen. Des Weiteren ist enthalten eine stärkende Infusion bei Ich bin nicht gut genug, eine Minikur Zeit für dich, außerdem ein Zaubermittel bei Ich möchte meine Kinder auf den Balkon oder in den Keller sperren und eine Extradosis Selbstliebe für zwischendurch. Abgerundet wird das Ganze von einer kleinen Pille bei gefühlter Überforderung. Lass mich dir zur Einführung noch ein paar Sachen zur Anwendung sagen, quasi die Anwendungshinweise. Dieses Set ist so aufgebaut, dass du jedes Mittelchen einzeln und ohne Vorkenntnisse benutzen kannst. Die einzelnen Bestandteile, die einzelnen Meditationen dieses Erste-Hilfe-Sets bauen also nicht aufeinander auf. Es ist keine bestimmte Reihenfolge einzuhalten und die Einnahme erfolgt schnell und effektiv. Sie dauert nie länger als 15 Minuten. Nutze bitte ein Mittel möglichst Unterbrechung, ohne Unterbrechung bis zum Ende. Sofern nicht anders beschrieben, ist die Einnahme überall möglich, wo es halbwegs ruhig ist. Es schließt die Dusche, die Badewanne, das Schlafzimmer, den Balkon, eine Parkbank, eine Wiese und alle Orte ein, die dir so einfallen, an denen du halbwegs ungestört bist.
Es wird empfohlen, während des Hörens die Augen zu schließen. Beachte das bei der Auswahl des Ortes. Das Steuer eines Fahrzeugs ist vielleicht dann nicht der beste Ort. Diese Mittel, diese Meditationen wirken sowohl akut in den Situationen als auch zur Prävention und zur Reflexion nach einer Situation. Die Wirkung tritt in der Regel sofort ein. Für die bestmögliche Wirkung lasse dich für die Dauer der Anwendung voll auf die Worte ein, auch wenn du nicht alles verstehen oder nachvollziehen kannst. Es wirkt trotzdem. Für eine Langzeitwirkung können alle Mittel beliebig oft wiederholt und immer wieder eingesetzt werden. Für das gesamte Erste-Hilfe-Set gilt: Es sollte unbedingt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, um ein versehentliches Löschen zu verhindern. Um eine Verschlimmerung der Situation zu verhindern, lagere die Datei also bitte so, dass ein Abspielen im Notfall ohne langes Suchen möglich ist. Und nun wünsche ich dir viel Entspannung, Gelassenheit und Fokus mit all den Mitteln dieses Erste-Hilfe-Sets.